Herr Rösler, vor einem Jahr zu Ihrem Amtsantritt haben Sie verkündet, dass dieses Gesundheitssystem definitiv nicht teurer werde. Jetzt geschieht etwas anderes. Ab dem 01.01.2011 wird es teurer werden. Sind Sie an Ihren eigenen Zielen gescheitert? Das auf gar keinen Fall. Ich glaube, wir müssen erstmal die kurzfristigen Probleme lösen. Da führt kein Weg dran vorbei. Das sind 11 Milliarden oder bis zu 11 Milliarden Euro Defizit im nächsten Jahr. Und wenn wir das nicht gemacht hätten, dann hätte es im nächsten Jahr gar kein vernünftiges Gesundheitssystem mehr gegeben. Also müssen Sie erstmal diese Notmaßnahmen ergreifen, um das System zu stabilisieren. Okay. Und gleichzeitig haben wir auch den Einstieg in eine Finanzierungsreform gewagt. Die Voraussetzung dafür, dass Gesundheitsvorsorge und Gesundheitsversorgung besser wird, aber definitiv nicht teurer. Die Frage lautet natürlich auch, ob wir mit dem schönen Wahlkampfslogan mehr netto vom Brutto nicht damit dann auch mehr als eine erste Wahlkampflüge definiert haben? Auch hier auf keinen Fall. Sie wissen, es ging damals um das Steuersystem, geht es heute übrigens auch noch. Und es geht darum, dass die Menschen mehr netto bekommen, nicht um mehr Konsum zu betreiben, sondern damit sie die finanziellen Möglichkeiten haben, um die sozialen Sicherungssysteme, Rente, Gesundheit und Pflege zu stabilisieren, damit damit die Lohnzusatzkosten sinken können oder stabil bleiben können und wir damit Wachstum und Beschäftigung bekommen. Wir kriegen mehr netto vom Brutto, damit wir mehr für die Gesundheit ausgeben können. Damit sie die Sozialsicherungssysteme mit stabilisieren können und auch selber entscheiden können, ob und wenn ja, in welcher Form sie in die Sozialsicherungssysteme einbezahlen. Okay. Sie brauchen die Sicherungssysteme, sonst kann unser System insgesamt nicht funktionieren.